Ein Corona-Meilenstein und eine Schubumkehr in Sachen Covid-Maßnahmen. Das ist der FPÖ in Niederösterreich gelungen. Keine Impfwerbung mehr, ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des Corona-Impfstatus und keine Maskenpflicht mehr in Kliniken. Und ein 30-Millionen-Euro-Fonds für die psychischen und physischen Schäden der Corona-Maßnahmen, um nur einige wenige Punkte des Arbeitsübereinkommens zu nennen. Dank der Freiheitlichen Partei wird Niederösterreich das erste Bundesland sein, in dem nicht nur eine echte Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns passiert, sondern auch eine Wiedergutmachung sichergestellt wird. So hat Udo Landbauer gemeinsam mit seinem Team unter anderem ausverhandelt, dass jene Strafen, die wegen Verletzung von Corona-Beschränkungen bezahlt werden mussten, an die Betroffenen persönlich rückerstattet werden, die aufgrund von Bestimmungen verhängt wurden, die in der Folge vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden sind. Wenn man der Bevölkerung zu Unrecht Geld wegnimmt und sie bestraft, dann muss man auch die Fehler eingestehen, aber nicht nur eingestehen, sondern auch wieder gut machen und das Geld zurückgeben, so einfach ist das. Das Ziel ist klar: Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für alle, die unter Freiheitseinschränkungen, Isolation, Angst und Diskriminierung gelitten haben. Doch damit dürften so einige destruktive Kräfte innerhalb der ÖVP ein massives Problem haben. Neben Innenminister Gerhard Karner meldete sich nun auch seine Parteikollegin Caroline Edtstadler zu Wort und versuchte, die freiheitliche Initiative schlecht zu reden. Ja, es geht ein Aufatmen durch die Bevölkerung, während die jetzt ein richtiges Problem bekommen, weil die gesamte Erzählung des alternativlosen Handelns jetzt widerlegt ist. Und anstatt, dass sie dazulernen, versuchen sie jetzt irgendwie daran festzuhalten, weil sie einfach nicht in der Lage dazu sind, sich einzugestehen, was sie den Menschen angetan haben. Aber durch ihr Verhalten, und das ist jetzt besonders absurd, zerbrechen sie auch die komplette Glaubwürdigkeit der Corona-Wiedergutmachung und des gelben Zuschüttens von Nehammer, weil sie zeigen jetzt, das ist alles einfach nicht gewollt, das ist alles nur noch Showpolitik, und wir zeigen als Freiheitliche, dass es auch anders geht und dass es auch ehrlich geht und dass es auch spürbar geht. Bereits wenige Stunden nach der Präsentation des Arbeitsübereinkommens rumorte es in der Volkspartei gewaltig. Heftige Kritik kam unter anderem von EU-Vizepräsident Ottmar Karas. Die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kotolski ging sogar so weit und kündigte ihren Parteiaustritt an. Besonders skurril fallen auch die Grünen auf. Gewesslers Vizekabinettschefin Irmi Salzer will sogar die Bundesländer in Österreich abschaffen, nur weil ihr ein demokratisches Wahlergebnis nicht passt. Für FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ist klar, diese Demokratie sowie verfassungsfeindliche Frau muss umgehend zurücktreten. Anstatt sich hier künstlich zu echauffieren, sollten sich diese Damen und Herren ein Beispiel an Niederösterreich nehmen. Denn Niederösterreich ist nur der Anfang. Aufarbeitung und Wiedergutmachung, das ist das Gebot der Stunde. Und zwar in ganz Österreich. Eine Garantie dafür gibt es aber nur mit einem freiheitlichen Bundeskanzler an der Spitze. Ja, weil Herbert Kickl der Einzige ist, der österreichweit sicherstellen kann, dass wir zurückfinden in eine echte Normalität. Und auch in Niederösterreich noch diese Schäden, die nur vom Bund gut zu machen sind, wieder gut machen kann. Diese Kraft und diese Entschlossenheit, die hat eben nur unser Herbert Kickl. Und deshalb ist es wichtig, dass er der nächste Kanzler der Republik Österreich ist, damit die Menschen endlich wieder aufatmen können, durchatmen können und am Leben auch wieder ihre Freude haben.